20 Kilometer geschafft. Das ist so der typische Morgen an Nicht-Workout-Tagen. Meistens 18 bis 20 Kilometer, manchmal ein bisschen mehr. Wir sind hier im Valle Argentera. Das ist ein wunderschöner Ort, nicht weit weg von Sestria, ein Tal. Liegt ein bisschen niedriger, da hier am Parkplatz, wo wir starten, normalerweise, ich würde sagen, so 1850 Meter Höhe. Und wenn man dann, das sieht man hier nicht so gut, aber hier hinter in dieses Tal läuft, dann macht man so, kann man so gute 6,5 Kilometer eigentlich laufen. Danach wird es sehr, sehr trailig und dann macht man eigentlich ungefähr 100 Höhenmeter. One way sozusagen. Man kann oben noch eine kleine Runde laufen von 2,5 Kilometern, das ist dann nicht ganz so profiliert. Gehört definitiv für mich zu einem der, glaube ich, schönsten Orte, wo man laufen kann, würde ich sagen. Normalerweise, man sieht ja hier relativ viele Autos, normalerweise ist hier eigentlich auch fast nichts los. Das liegt aktuell einfach daran, dass im August so die Hochphase, Urlaubsphase sozusagen in Italien ist und deswegen natürlich sehr, sehr viele Italiener in den letzten Wochen Urlaub gemacht haben. Heute ist sozusagen das letzte Augustwochenende, das heißt ab nächster Woche wird es hier wieder wesentlich leerer sein. Schauen wir mal, ob wir das hier noch mit einfangen können. Nicht so gut. Aber da, wo die Autos herkommen, wo es ein bisschen staubt, kann man, glaube ich, erkennen, wo es ins Tal reingeht. Ja, das war's für mich heute Morgen. Heute ist Sonntag, Montag gibt es für mich das erste Workout. Das heißt, ich hatte dann 4 Tage, um mich hier ein bisschen an die Höhe wieder anzupassen, vor allem auch ans Profil. Und bin ich schon mal gespannt, wie es morgen weitergeht. Refresher mit Add-on Amino. Ja, Leute, wenn das kein Traum ist, weiß ich auch nicht. Ich hoffe mal, dass auch die nächsten Wochen, in denen ich noch hier bin, dann im September das Wetter so traumhaft bleibt. Es ist morgens hier wirklich noch richtig frisch. Ich glaube, heute Morgen um 7:30 hat es wirklich 1 Grad gehabt. Aber ja, wenn man dann so um 9:30, 10 laufen geht, ist es, würde ich sagen, perfekt. Meistens so 12 Grad. Kann auf jeden Fall unten noch kurz laufen und meistens für die schnelleren Sachen auf jeden Fall auch im T-Shirt. So, guten Morgen. Wie man wahrscheinlich unschwer hier im Hintergrund erkennen kann, ein weiterer wunderschöner Morgen hier in Sestriere. Kurzes Update zum letzten Mal, als ich aufgenommen habe, und zwar ist jetzt das erste Workout hier in der Höhe wieder geschafft. Das war gestern. Übrigens, by the way, wunderschöne blaue Bahn. Da werden wir vielleicht auch mal noch bei Gelegenheit was aufnehmen können. Aber erstes Workout geschafft. Der eine oder andere von euch wird das auf Instagram verfolgt haben. Es waren 5x5 Kilometer in einem der Nebentäler hier. Das war ziemlich tough, weil nicht ganz so einfach zu laufender Boden. Dirt Road, Steine, eine Menge Höhenmeter und dementsprechend steht heute ein relativ lockerer Lauf an. Das heißt, wir fahren jetzt hier auf die andere Seite in eines der Täler, das ist ein bisschen niedriger, ich schätze mal so 1600, 1700 Meter Richtung Pragelato und laufen dann hier in diesem wunderschönen Val Tronchea weiter quasi bergaufwärts. Und wird heute ganz gemütlich. Vielleicht kann ich unten noch was aufnehmen und euch mal zeigen, wie es da aussieht. Denn das war bei den Winterspielen, Olympischen Winterspielen 2006, auch der Austragungsort für, ich glaube, die nordischen Wettbewerbe, auf jeden Fall auch fürs Skispringen. Und das zeige ich euch später. So, wie heute Morgen ja schon angekündigt, heute sehr entspannter Morgenlauf gewesen, sage ich jetzt mal, im wunderschönen Pragelato. Wie schon angekündigt, sieht man hoffentlich hier, ich werde das gerne mal in einer anderen Aufnahme machen, die Skisprungschanze.
Das ist nicht so einfach. Skisprungschanze. Von den Winterspielen, die damals offiziell ja in Turin waren, aber manche Wettbewerbe auch ausgelagert im Umland. Zum Beispiel in Sestriere war die Abfahrt und hier in Pracelato, soweit ich weiß, die nordischen Wettbewerbe, teilweise auf dem, wo jetzt ein Golfplatz ist praktisch, weiter talaufwärts und eben die Skisprungschanze hinter mir. Das Tal hier auf der anderen Seite von Sestriere sozusagen, das heißt Val Tronchea und ja, hier ist der Parkplatz und da hinten geht's raus. Kann man relativ weit hochlaufen, ist allerdings ab einem gewissen Punkt auch steiler als im Valle Argentera. Steiler am Ende, also ich glaube, ich bin vor einigen Wochen, als ich hier im Juli war, mal komplett hochgelaufen. Ich glaube 10, 11 Kilometer One-Way von hier vom Parkplatz. Und das war schon richtig tough. Ich weiß gar nicht mehr, was hatte ich denn da am Ende? Ich glaube 400 Höhenmeter oder ich glaube sogar noch mehr. Also das ist am Ende schon tough für die Bergläufer unter euch, aber natürlich auf jeden Fall empfehlenswert und wunderschön. Und ja, nach der harten ersten Tempoeinheit mit 5x5 Kilometern gestern im anderen Tal, heute Morgen hier 16 Kilometer, ganz entspannt, bisschen gesteigert. Ich glaube, wir haben angefangen bei 4,30er Tempo bergan und haben uns dann da Richtung 3,40 gesteigert, am Ende 4,04er Schnitt, was für heute Morgen auf jeden Fall okay war. Pulsdurchschnitt unter 130 ist immer ein gutes Zeichen, zeigt auch, dass ich jetzt wieder an die Höhe angepasst bin und freue mich jetzt auf die weiteren 2,5 Wochen, die hier jetzt noch anstehen. So Leute, der eine oder andere wird wahrscheinlich feststellen, dass zwischen den Clips von letztem Mal und dem Clip von heute mutmaßlich einige Tage dazwischen liegen und ja, dem ist auch so, das war alles ein bisschen anders geplant. Wer den Podcast hört, wird inzwischen wahrscheinlich mitbekommen haben, dass ich eine, ja, wie soll ich sagen, kleine Durststrecke hier im Trainingslager hatte, denn ich habe mir, man hört es vielleicht auch noch an meiner Stimme, vor einigen Tagen leider einen Infekt eingefangen und dementsprechend ja, hat das Training, wie soll ich sagen, haben wir den Trainingsplan natürlich anpassen müssen, auf gut Deutsch gesagt. Es waren erstmal ein paar Tage Ruhe angesagt, ein paar Tage locker. Wir schauen mal, ob wir jetzt am Wochenende dann vielleicht den Long Run noch machen können, in welcher Form auch immer. Und ja, da ich ja jetzt inzwischen Verstärkung habe, denn der Jonas ist inzwischen auch hier dabei, werden wir mal gucken, ob Jonas nicht nur mit dem Rad dabei ist, sondern vielleicht auch mit dieser Kamera das ein oder andere mitfilmen kann. Das werden wir auf jeden Fall mal schauen. Und ansonsten, ja Jonas, du bist jetzt ja auch seit ein paar Tagen da, schon akklimatisiert oder? Ja, definitiv. Ich sag mal, die Situation ist ein bisschen anders als noch im Juli, ein bisschen kühler. Sagen wir, das Atmen fällt ein bisschen schwerer, aber definitiv schon einigermaßen angepasst. Ja, wie man vielleicht auch sieht, ich versuche das mal hier im Himmel technisch einzufangen. Wir haben sehr, was auch immer, sehr tief hängende Wolken, vielleicht auch Nebel. Also in Sestriere war es definitiv Nebel. Wir sind ja gerade wieder bei den Skisprungschanzen in Pracelato. Da sind wir etwa 500 Meter tiefer, kann man sagen, zumindest hier vom Parkplatz aus. Wenn wir ins Tal hochlaufen, geht es dann schon ein paar Höhenmeter hoch. Ja, es wird auf jeden Fall Winter hier in Sestriere, deswegen auch die dicken Jacken, die Mützen und so weiter. Und hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn wir nochmal ein paar Sonnenstrahlen haben demnächst. Wir brechen mal auf zum Laufen. Ciao, ciao. Ja, so, keine Sorge, ich filme nicht selber. Jonas hält netterweise die Kamera, der hier neben mir im Auto sitzt. Wie man vielleicht anhand der Lichtsituation erkennen kann, ist es noch sehr früh heute. Es ist kurz nach 7. Der Wecker hat heute schon um 5.45 Uhr geklingelt. Das war auch für uns auf jeden Fall ein bisschen früh. Aber wir sind gerade auf dem Weg in die Nähe von Turin, denn heute steht mein mutmaßlich letzter Longrun an vor dem Berlin-Marathon. Mit etwas Zeitverzug, der hätte früher stattfinden sollen, aber ich habe es ja schon erzählt. Auch wir sind nicht unverwundbar. Bodenwelle. durch den Infekt hat sich da bei mir einiges verzögert und wir mussten eine Woche ziemlich rausnehmen, was aber auf jeden Fall auch sinnvoll ist. Deshalb jetzt heute ein Longrun, vermutlich etwas abgespeckter als ursprünglich geplant, aber was genau anstehen wird, lassen wir uns mal überraschen. Renato wird schon was Gutes vorbereitet haben, der wird auch mit dabei sein. Wie gesagt, heute auf mehr oder weniger Meereshöhe, ich glaube 370 Meter oder was das die Ortschaft ist. Insofern hoffen wir mal, dass
sich das da ein bisschen entspannter anfühlt als hier oben in Sestriere und ich freue mich drauf. Philipp, wo geht's gerade hin? Ja, wenn ich das wüsste. Wir versuchen an Renato dran zu bleiben, aber das ist nicht so einfach. Im Gegensatz zu mir hat Renato einen Jeep und ist hier am Gas geben. Wir fahren hier gerade über irgendwelche Feldwege hier in der Nähe von Turin. Es ist auf jeden Fall schon mal deutlich wärmer als in den Bergen, das kann man schon mal sagen. Oh, sorry. aber es, ja. Wird auf jeden Fall interessant gleich werden. Ich bin mal gespannt, ob wir von Schotter irgendwann noch auf Asphalt wechseln, aber ansonsten ist es hier sehr, sehr schön. Offroad driving. Ja, yeah, no, but I saw that you disappeared, so I slowed down. But it's not possible to do some mistakes. There is only one. No. I just followed the dust. Yeah. 40. Okay. 18, 20, 18, 30, something like this around. After this, you start at 30K at 3:30. Yes. And you go 20 kilometers at 3:30, so 1 hour 10. Mm-hmm. The last 10 are fast. Okay. Fast maybe 3:60 or 5, so a marathon pace, yeah. Practically, for okay. This. Okay. Yeah. Ganz gut, aber wie man wahrscheinlich sieht, hier unten auf Meereshöhe ist es ein paar Grad wärmer, deswegen auf jeden Fall Singlet gleich. Das sind wir nicht mehr gewohnt, sonst immer Daunenjacke, Mütze und was weiß ich, was alles oben in den Bergen. Aber soweit, Warm-up 3:35. Passt, würde ich sagen. 59. So, 3:35. Different kind of temperature here. But I like it, I like it. But in Sestriere it was so cold the last few days. Yeah, but no, the fact is that here after 1 hour is good, right? Yeah. But not too much, 1 hour. Es werden die Waffen angezogen. Right, so I follow you, then I know where. You know, for 2 or 3 kilometers, I remain behind you. Yeah, yeah. It's not a problem. After I go, when there is some problem, I go in front of yeah. You. The last 7K,
legs completely dead. 20, 25 was not bad. The last five, kaput. Yeah, but you and the... Remember the track workout? I was jogging 3 or 5 at this trail track. No, but probably you recovered 80% from what you had. Yeah. And running 320, something like this. This is so easy. Yes. Heart rate really low. But when I switched to 305, I could feel the energy drained out of my body. No matter how much I drank. Was a little bit what happened maybe 7-8 days ago, also running something like this. Yeah. We need yet to recover. So this is a training that can give you something, no, understanding that you need the effort to recover. So now we see the last days, we don't need to have anything really fast, maybe yet 2 times something long but easy, really easy. Yes. Maybe one yet in 6 years and another when you are at home, yeah. Before, but not really fast, not really fast. Because your problem is not the lack of endurance you have, is to recover the full efficiency of the body, because yes. Something happened for going a little bit down, all this. What he had in the last week, no, practically, yeah. Was not completely recovered, yeah. Because sometimes you feel comfortable when you run, yeah. More slowly, yeah. Of course, at 80% of effort, you recover in more short time. Yeah. But after this, if you have to go to 100%, yeah. You discover that you are not yet okay. Yeah. So I think that I need yet someday, hoping that everything can be okay, without having any other workout of intensity. Perfect. Because in this condition, some workout of intensity can use fuel. He needs to put the fuel in the tank, yeah, not to, yeah. Use the fuel that he has already. Yeah. Something like this. Perfect. And so we see. In my opinion, he worked very well before. Yeah. He needed to recover now the full health, yeah. The full efficiency. No, something like this. This was not bad. Yeah. When after the first 20, very, yeah. Very easy. No, he had practically 3 kilometers that were really good, yeah. After yet the fourth was 50-50, and after he started to struggle a little bit, mm-hmm. No, the last kilometers all, no, in this way, no, that is practically when you use too much glycogen, no, in training, so you use the super, uh-huh. And after this you need to go to diesel, no, at the end. So this is the factor. Okay. We can't forget also that he had 5 kilometers in practically 18 minutes at the beginning, yeah. Before, like, yeah. Warm up, and the so this were 35 kilometers in total. The sum of these we need is not a warm up, easy, is, yeah. Already running. No? Yeah. So there is something like this. Okay. But of course, the tank of fuel is not completely full at the moment. Yeah. So the problem is the consumption of fuel become too high, mm-hmm. Because still the body is not able to transport the oxygen that you need for practically for maintaining a high level of threshold. And this is connected with the problem that he had in altitude, breathing, something like this. No, need yet someday, in my opinion. Yeah. I hope that everything can be enough time. So, wie man wahrscheinlich an der etwas veränderten Lichtsituation erkennen kann, ist doch ein bisschen Zeit vergangen zwischen dem letzten Take, was ihr wahrscheinlich jetzt davor gesehen habt. Es liegt schlichtweg einfach daran, dass es nicht so wahnsinnig viel Interessantes zu filmen gab in der Zwischenzeit, denn nach meinem Workout hat Jonas noch sein Workout auf dem Rad gemacht. Ich bin inzwischen zurückgefahren, Mittagessen, und den Nachmittag haben wir großteils tatsächlich hier verbracht und auch geschlafen, weil wir beide ziemlich K.O. waren und haben es erst vorhin tatsächlich noch geschafft, zum späten Nachmittag mal für eine kleine Runde zumindest nochmal hier durchs Dorf in Sestriere zu laufen.
Ich denke, dass im Video wahrscheinlich Renatos Einschätzung zum heutigen Workout, zum letzten Longrun vor Berlin, enthalten ist. Ich gebe aber auch gerne noch eine kleine Einschätzung meinerseits ab. Ich dachte, dass es besser gehen würde, da bin ich ehrlich. Also wir hatten jetzt ja doch einigen Trainingsausfall durch den Infekt. Ganz grob gesagt etwa anderthalb Wochen, die jetzt nicht so gelaufen sind, wie wir uns das eigentlich im Vorfeld überlegt hatten. Einige Tage, in denen ich gar nicht trainieren konnte, einige Tage, in denen ich mich einfach sehr schlapp noch gefühlt habe und nur locker joggen konnte. Insofern war es ein bisschen fraglich, wie der Körper sich heute anfühlen wird im Programm. Und während er sich zu Beginn eigentlich ziemlich gut angefühlt hat, war ich dann doch überrascht, dass es hinten raus relativ zäh ging. Kann eine ganze Reihe von Faktoren haben, die da mit reingespielt haben. Wie gesagt, einerseits der Infekt, andererseits war es heute jetzt unten, wo wir trainiert haben. Das ist auf Meereshöhe, mehr oder weniger in der Nähe von Turin. Auch relativ warm, was wir hier oben einfach die letzten drei Wochen auch nicht mehr gewohnt waren, weil es hier doch recht herbstlich, winterlich schon war. Insofern, war ich zunächst mal nicht ganz so happy. Aber man muss einfach schauen, wie gesagt, was da alles mit reingeflossen ist die letzte Zeit. Insofern passt das jetzt, glaube ich, mal für den Moment. Und die nächsten zwei Wochen bis zum Berlin-Marathon geht es tatsächlich primär gar nicht mal darum, jetzt noch so viel mehr im Training zu pushen, sondern tatsächlich eher ein bisschen den Fuß vom Gas zu nehmen, um dem Körper einfach auch die Gelegenheit zu geben, sich wieder voll zu erholen und zurück zu den 100% zu kommen. Und darum geht es jetzt erstmal primär um genügend Essen. Gut essen, viel schlafen, trinken, so Kleinigkeiten wie hier mit einzubauen oder verstärkt mit einzubauen, hier die Reboots, das sind quasi so Recovery Pants, sagt man glaube ich neumodisch, mit verschiedenen Druckkammern, wie man hier sehen kann, die den Stoffwechsel anregen und damit auch die Regeneration der Beinmuskulatur. Das sind so die Punkte, die glaube ich jetzt für die nächsten zwei Wochen im Fokus stehen und dann werden wir sehen, wie das bis zum 26.09. aussieht. Ich freue mich jetzt zumindest mal wieder gesund zu sein und ich freue mich auch drauf, wenn ich dann vielleicht in den nächsten 7 bis 10 Tagen noch ein bisschen energizer bin.